Moinsen, Magazin Margarin, heute wieder ein flottes YouTube-Video für euch da draußen. Aber bevor es losgeht, piu, Intro ab, ne? Also jetzt. Wir müssen übrigens mal reden. Wir müssen mal über dieses ganze YouTube-Ding hier quatschen. Weil hier hat sich einiges getan. Und generell muss ich euch ein paar Sachen organisatorischer Natur mal erzählen, weil sich dieses Jahr einiges ändern wird oder ein paar Dinge anders gemacht werden. Fangen wir doch erstmal bei den Basics an. Was passiert jetzt hier eigentlich mit Twitch? Bei Twitch habe ich mir aktuell vorgenommen, donnerstags und freitags frei zu machen, weil einfach so viel Sachen anfallen nebenbei, dass ich das gar nicht mehr auf die Reihe kriege, das an einem freien Tag zu machen. Plus, wenn irgendwann mal was dazwischen kommt im Real Life und ich das auch erledigen muss, bleibt das immer an einem Montag hängen und ich habe nicht wirklich viel Spielraum. Deswegen ich mir auf Twitch jetzt ab dieser Woche, wenn du das siehst, die Streams so gelegt habe, dass wir von Samstag bis Mittwoch streamen und ich Donnerstag und Freitag frei mache. Was ist jetzt hier mit dem YouTube-Kanal eigentlich? Ich hatte mir mal vorgenommen, einmal die Woche hier zu streamen. Ich habe das aber echt nirgendwo untergekriegt, weil ich auf YouTube einfach anderen Content machen wollte als auf Twitch. Also ich wollte nicht genau denselben Stream machen wie bei Twitch, damit sich das auch lohnt, hier einzuschalten. Und ich habe festgestellt, dass ich euch das gar nicht geben kann auf Dauer, da mir das einfach misslingt, weil ich gar keine Zeit habe, das irgendwo noch unterzukriegen, hier noch etwas anderes zu machen. Weswegen ich das weiterhin in Betracht ziehen möchte, hier zu streamen. Ich mir darüber aber erstmal irgendwie Gedanken machen möchte, wie das jetzt funktioniert. Das heißt, ich sortiere gerade so ein bisschen mein 2023 und versuche das auf die Kette zu kriegen. Wenn es dazu Neuigkeiten gibt, sage ich euch Bescheid. Falls ihr jetzt, und das möchte ich extra nochmal sagen, hier Abonnenten seid und das wegen dem Stream getan habt, könnt ihr das auch gerne, also eure Mitgliedschaft meine ich, könnt ihr das auch gerne beiseite legen. Schöne Grüße gehen nämlich raus an Crystal Chris, der mich das gefragt hatte, schon ein, zwei Mal. Und ich musste ihn leider immer vertrösten und ich möchte da aber ehrlich sein mit euch und sagen, das ist gerade aktuell nicht drinne. Warum ist das Ganze nicht drinne? Weil ich gerne YouTube weitermachen möchte. Und bei YouTube ist es jetzt so, ich hatte wirklich viele, viele Jahre einen Cutter bei YouTube und das hat sich leider nie rentiert und ich habe immer drauf bezahlt. Also ich habe mit YouTube noch nie Plus Minus gemacht und das seit aber 2 oder 3, 4 Jahren. Der Content natürlich spricht nicht jedermann an und der Kanal wächst jetzt auch nicht aus dem Boden und sprießt wie ein Baum und deswegen habe ich für mich beschlossen, dass ich mir jetzt erstmal keinen neuen Cutter holen möchte, weil mein damaliger Cutter, also den ich davor hatte, leider nicht mehr das Kontingent hatte, mich zu betreuen. Und ich mache das gerade alleine. Ich lerne jetzt gerade mit einem Videoschnittprogramm umzugehen und ich habe da richtig Spaß dran, Videos aufzunehmen und vorzubereiten und die für euch hochzuladen. Ich bearbeite auch gerade meine eigenen Shorts und so nehme ich mir halt, wie gesagt, einen Tag extra, um das auch noch zu gestalten. Wo geht's denn content-technisch hin auf diesem Kanal? Content-technisch würde ich sehr, sehr gerne in ja so eine Art Review-Channel, Content-Reaction auf Racing-Stuff gehen. Denn ich habe nämlich die Möglichkeit bekommen, durch den Simbase-Shop Sachen zu bekommen, die ich testen kann und auch in Zukunft andere Sachen testen möchte. Ich möchte das für mich selber nicht so tun wie andere Kanäle, sondern ich möchte die Produkte wirklich testen und euch nicht irgendwie mit Zahlen um die Ohren kommen, sondern wie fühlt sich das in meiner Hand an und wie nehme ich das wahr, wie ist die Qualität, was im Vergleich zu anderen, lohnt sich das Geld dafür auszugeben etc. pp. Und die Schiene möchte ich gerne Videos machen. Ich habe jetzt gerade aktuell noch 3 Produkte hier liegen, für die ich gerne Videos machen möchte.
Und da wird auch demnächst, wie gesagt, was für euch rauskommen. Genaueres kann ich euch da noch nicht sagen, weil sie noch nicht aufgenommen sind und ich gerade noch die Produkte etwas länger probieren möchte und ausprobieren möchte, damit ich da sagen kann, was ist gut und schlecht und ob das halt für den Preis funktioniert. Und so ist aktuell der Plan für Twitch. Für Twitch, eigentlich für YouTube. Also wird es in Zukunft, so zumindest in Andacht, wird es 2 Videos pro Woche geben. Donnerstag würde ich gerne eins rausbringen, wenn ich offline bin. Und Montag würde ich gerne eins rausbringen, was dieses Video heute ist. Und nächste Woche geht es dann weiter. Lasst euch da überraschen. Abonniert doch einfach den Kanal. Zimmert da die Glocke an, dass ihr das mitkriegt, wenn vielleicht ein Short rauskommt oder ein Video rauskommt. Über ein Däumchen würde ich mich freuen und ich würde mich auch sehr über Feedback freuen, wie es für euch ist, was ihr euch gerne wünscht, was vielleicht Produkte sind, die man mal testen könnte, ob es nur Simracing ist oder auch was anderes, was mit Technik zu tun hat, dann kann man das sicherlich realisieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dann. Haut rein. Tschüssikowski.